Hallo, ich bin Ann-Kathrin, eure Fitness-First-Laufexpertin und werde mit euch heute Übungen, unterstützende Übungen zur Verbesserung des Laufstils durchgehen. Warum das? Es geht darum, dass ihr durch verbesserte Muskelkraft auch schneller werdet, länger laufen könnt und ich zeige euch hierzu ein paar Übungen, die ihr vor oder nach eurem Lauftraining in euer normales Training integrieren könnt. Mit was wir starten, ist ein Ausfallschritt. Ausfallschritt bedeutet, euer Körper begibt sich nach vorne, einen großen Schritt nach vorne zu führen und das hintere Knie parallel zum Boden zu führen. Ganz wichtig dabei, mein Oberkörper bleibt möglichst aufrecht und ich versuche, das Knie immer hinter dem Fuß zu lassen. Ich kann hier durch Schnelligkeit oder auch Bewegungsgröße variieren und für eine Optimierung beginne ich auch hier eine Rotation. Das heißt, mein Körper dreht sich entgegengesetzt der Beinbewegung zur Seite. Zieht den Bauchnabel nach innen, haltet die Spannung, um auch hier die gesamten Muskelketten zu aktivieren und zu stärken. Schiebt das Gesäß nach innen und bleibt mit den Schulterblättern hinten stabil zusammen, um eine Spannung zu behalten. 10 bis 15 Wiederholungen auf jeder Seite sollten machbar sein. Lasst euch Zeit, 2 bis 3 Sätze und die erste Übung ist beendet. Wir arbeiten jetzt funktionell, das heißt, wir brauchen keine Geräte, wir nutzen unseren Körper. Wir arbeiten in mehreren Dimensionen. Hierfür nutzen wir den Medizinball. Ihr könnt auch einen anderen schweren Gegenstand von zu Hause mitnehmen, um die nächste Übung zu machen. Sie nennt sich der Woodshop. Wir arbeiten parallel zum Körper in einer Diagonalen nach oben. Ganz wichtig hierbei, ihr setzt euch, als ob ihr euch auf den Stuhl setzt, zur Seite. Die Arme explodieren nach oben und bleiben gestreckt. Wenn ihr auf einer Seite 10 bis 15 Wiederholungen gemacht habt, wechseln und dreht euch raus. Folgt mit dem Blick dem Ball und ihr werdet merken, wie die Beweglichkeit im gesamten Körper sich verbessert. So, für alle die, für die das ein bisschen zu funktionell ist, eine klassische Übung zur Stärkung des Rumpfes und des unteren Rückens ist das Planking. Planking, auch Unterarmstütz genannt. Legt euch ab, Arme parallel zum Körper. Achtet dabei darauf, dass die Ellenbogen unter dem Schultergelenk bleiben. Hände aufgestellt oder abgelegt ist euch überlassen. Füße sind leicht geöffnet, die Fußspitzen stehen auf. Ihr führt nach oben. Das Gesäß ist aktiviert, nach innen gezogen der Bauchnabel und ihr bleibt in dieser Position. Für wen das zu einfach ist, führt die Füße wie auch die Arme zusammen. Durch die Veränderung der Winkel muss euer Körper mehr arbeiten und ihr benötigt mehr Spannung. Auch hier 2 bis 3 Runden, man kommt gleich ins Schwitzen. Super Übungen, um euch zu verbessern. Ja, das war's von mir. Ich freue mich darauf, euch beim nächsten Mal im Bereich Ausdauertraining, Intervalltraining einige Tipps mitzugeben und wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren der neuen Übungen.